sind hier wegen dem Kinderschwimmen. Ja, ist aber hier für über Vierjährige das Kinderschwimmen. Ach so, okay, da ist ja dann noch zu klein für. Ja. Aber ich kann draußen vielleicht ein bisschen planschen, das ist ein Kinderbecken. Ja, dann weißt du was, da treffen wir vielleicht auch andere Mütter. Ja. Und die dann wissen, weil du ja noch einen Kindergartenplatz suchst, ja, die wissen vielleicht was. Ja, stimmt. Hast recht. Können wir mal gucken. Okay. Also ich weiß von Müttern, die ihre Kinder hier haben, dass im Spatzenvilla-Kindergarten noch Plätze frei sind. Okay. Ach, gut, das ist ja super, da können wir da anrufen und können uns da anmelden für die Kleine. Ja, das wäre gut, super, dann gehen wir alles jetzt klar, raus. Danke schön. Tschüss. Jetzt hat es ja leider nicht geklappt mit dem Kinderschwimmen, aber diese Schwimmlehrerin hat Dom einen tollen Tipp gegeben, dass sie da einen Kindergarten wüsste, wo noch Kindergartenplätze frei sind. Hier ist schon wieder ein Clown, weißt du, ich kann seit Leonies Geburtstag keine Clowns mehr sehen, du. Also, da habe ich jetzt echt die Schnauze von voll. Der kann ich doch nicht dafür, dass die einen Clown hinbauen. Ja, wir wollen mal hoffen, dass der sich nicht auszieht. Ich denke eher nicht. Leonie! Dann setzt sich Domme noch auf dieses Nashorn. Und jetzt habe ich den Beweis. Dommes Arsch ist größer wie der von einem Nashorn. Und macht das dich Spaß so mit der Kleinen? Ja, natürlich. Schwimmen gehen und. Ja, hast du Spaß, ich hab mein Schatz? Ich habe das Gefühl, dass du auch großen Spaß daran hast. Ja, natürlich. Weißt du, und hier lernst du auch mal andere Mütter kennen. Und jetzt hast du gehört, wo noch ein Kindergartenplatz frei sein könnte. Da meldest du sie jetzt an. Da lernst auch du andere Mütter kennen. Dann lernst du auch andere. Sie lernt andere Kinder kennen. Weißt du, und dann wird es euch beiden auch ganz anders gehen. Weißt du, man muss nicht immer nur vorm Fernseher sitzen und Chips essen. Man kann auch nach draußen gehen, ja, sich bewegen und was tun. Vor allem, du weißt, du musst ja auch machen. Wenn sie jetzt einen Kindergartenplatz bekommt, vielleicht verstehe ich mich auch mit den anderen Müttern, dann kann man sowas ja auch mal zusammen unternehmen. Alleine sich aufraffen ist immer so. Gut, das stimmt. So den inneren Schweinehund zu überwinden. Richtig. Aber das musst du wirklich. Ja. Für dich und deine Tochter. Das ist mal ganz gucken. Wichtig. Vielleicht finden wir ja Leute durch den Kindergarten. Dann saßen wir da so in entspannter Atmosphäre und habe ich ihr noch mal so nahegelegt, dass es ganz wichtig ist, dass sie mit Leonie Ausflüge macht und vor allem, dass sie auch in den Kindergarten anmeldet. Marianne! Leonie, guck mal, die Mama steckt fest. Komm, wir helfen ihr. Warte. Oh, danke. Mein Gott, wir sind in deinem Futter stecken geblieben. Ja. Wir haben die Mama gerettet, ne? Gut. Ja. Alles gut. Also, Dumme, das war jetzt wohl mehr als peinlich, ne? Ja. Ja, jetzt ist deine Kleine noch kleiner. Stell dir vor, die ist ein bisschen größer. Wie peinlich das dann ist vor ihren Spielkameraden oder vor Freunden, wenn du hier bist. Oder generell vor dir selber und vor fremden Leuten. Ja, weißt du was? Und deswegen wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn Sport und gesunde Ernährung. Dann passiert dir sowas nicht. Dann kannst du da durchhüpfen wie eine Elfe, glaub es mir. Du musst nur an dir selber arbeiten. Nein, versprichst du mir das? Hallo? Ja, mach ich. Ja, dann ist gut. Dann verlasse ich mich auf dich. Dämlich. Wie dämlich? Die Tusse da oben ist voll die Diktatorin. Ja und? Du warst zur Wassergymnastik und nie auf dem Spielplatz. Das ist kein Wassergymnastik, das war Aerobic im Wasser. Weißt du eigentlich, wie anstrengend das ist? Du willst abnehmen, da musst du dich anstrengen. Und im Wasser, meine Liebe, ist es noch am leichtesten. Das kannst du mir glauben. Am leichtesten? Das ja, natürlich. Du da rein. Ja, ich mach das regelmäßig. Ich finde das toll. Ja, gut, ich fühle mich super danach. Ich finde auf jeden Fall nicht toll. Und ich bin jetzt dafür, dass wir gleich einfach was essen gehen. Du hast 10 Minuten Sport gemacht und denkst schon wieder ans Essen, ja? Ja. So wird das ja nie was. Du kannst nicht 5 Minuten laufen und 10.000 Kalorien essen. Das geht einfach nicht. Ich dachte dann, ich werde da richtig schön empfangen von den beiden. Und dann fing Marianne direkt wieder an. Ich hätte keine Kondition und kein Durchhaltevermögen. Aber das ist halt alles nicht das Richtige für mich. Sollen wir jetzt rutschen gehen? Mama, hol mir Mama! Na komm, dann gehen wir rutschen. Wir gehen mal mit ihr rutschen. Musik.
du das? Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Vor meinem geistigen Auge habe ich schon gesehen, die flexen das Hallendach auf und holen die mit dem Kran mitsamt der Rutsche da raus. Anstatt mir zu helfen, reißt Marianne da rum an mir wie so eine Irre. Ich habe gedacht, die kugelt mir da gleich irgendwelche Gelenke aus. Rausgeschossen aus der Rutsche. Ich dachte bei dem Tempo, die hat sich den ganzen Hintern aufgeratscht an den Fliesen. Na, du spinnst doch wohl. Warum? Weißt du, wie viele Kalorien das sind? Und das willst du alles alleine essen? Nee, eigentlich wollte ich mir nur einen Salat bestellen, aber ich find's doch immer so toll, wie du dich aufregst. Du bestellst dir einen Salat? Ich bestell mir einen Salat. Wirklich? Ja, ja, natürlich. Das finde ich toll. Ja. Weißt du was? Dann stelle ich dich jetzt mal echt auf die Probe. Ich werde mir nämlich jetzt eine Jägerfrikadelle bestellen. Ja, mit Pommes, doppeltem Mayo, Malzbier dazu. Leonie kriegt Pommes. Und dann gucken wir mal, ob wir dich in Versuchung führen können oder nicht. Ach, mit sowas doch nicht. Und der Typ da hinten, der sieht ja lustig aus. Wo denn? Ich hab ja gar keinen gesehen. Und dann ist er jetzt schon wieder weg. Aber guck mal da hinten in der Rutsche, was da auf einmal für ein Andrang ist. Und dann saß ich da mit meinem Salat. Da war ja auch was für einen hohlen Zahn. Ja, und Leonie hätte ihre Pommes sowieso nicht ganz aufgekriegt. Also habe ich mich da zwischendurch mal ein bisschen bedient. Aber Marianne habe ich natürlich vorher ein bisschen abgelenkt, dass sie das nicht unbedingt mitbekommt. Da ist kein Andrang. Was hast du denn da im Mund? Hast du Mayo da in deinem Salat? Du hattest doch Öl-Essig. Kein Joghurtdressing. Ja. Kann das sein, dass du mich hier verarscht und der Leonie die Pommes klaust? Ja, eine. Eine? Zweimal hast du mich umdrehen lassen. Jetzt hast du auch noch Mayo am Mund. Das hat alles irgendwie keinen Zweck. Ich mach und tu für dich. Und alles funktioniert nicht. Ja, aber Salat und so nach dem Sport, ich weiß nicht. Das ist einfach nicht das Richtige für mich. Du darfst nach dem Sport nichts Fettreiches essen. Du musst schon was Gesundes essen. Ja, aber ich brauche danach was zu essen. Gut, was denkst du dir denn als Alternative? Keine Ahnung, vielleicht so ein Fitnessriegel oder so, den ich mir selber mache. Wolltest du den selber backen? Ja. Es gibt doch schon genug für. Was willst du denn? Wenn da auch so ein paar Missgeschicke im Schwimmbad passiert sind. Ich glaube, im Großen und Ganzen hat Domme gesehen, dass es wahnsinnigen Spaß macht, mal was zu unternehmen und mal rauszukommen. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in der Spatzenvilla. Bianca, hallo. Domme, komm rein. Leonie ist schon unterwegs. Ja. Ne? Ja, willst du spielen? Ja, das spielt ja. Guck mal, da sind die Kinder, kannst du ja mal ein bisschen gucken. Vielleicht kann ich direkt dazu sagen, wir sind eine zuckerfreie Einrichtung. Ich weiß nicht, wie Sie das so zu Hause regeln. Isst Ihr Kind Süßigkeiten oder kennt Sie? Ja, ich denke, welches Kind nicht. Ja, genau. Also es ist so, dass wir hier ja auch viele kleine Kinder haben und dass wir dann gesagt haben, okay, hier ist es komplett zuckerfrei. Damit kommen die Kinder super klar. Die kriegen dann jetzt anstatt einen Lutscher oder einen Joghurt, kriegen sie dann eben Obst. Also so, dass sie einfach Bescheid wissen, dass wir hier eben auf gesunde Ernährung achten. Und wie sieht das denn momentan platztechnisch aus? Ist einer frei? Ja, also wir haben, wenn Sie möchten, können Sie direkt einen Platz für die Leonie haben. Wir haben zurzeit einen Platz frei und sieht ja aus, als würde sie sich hier ganz wohl fühlen. Von daher würden wir dann einfach eine Eingewöhnung machen und dann kann sie auch eigentlich direkt schon hier bleiben. Ach ja, das wäre super. Ja, wenn Sie wollen, können Sie die jetzt mal für eine halbe Stunde, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen zum Beispiel einkaufen. Ja, dann würde ich jetzt direkt erstmal gucken, was ich davon alles einkaufen gehen kann. Ja. Dann können wir das so machen. Dann lassen wir die Kleine hier. Wenn irgendwas ist, habe ich ja die Handynummer. Und dann
gucken wir direkt mal, wie das funktioniert. Ja, na super. Ja, gut. Alles klar, dann sage ich jetzt am besten auch nicht tschüss, weil sie da gerade so schön beschäftigt ist. Genau, wenn was ist, rufen wir an und ansonsten viel Spaß beim Einkaufen. Wunderbar, alles klar, dann bis gleich. Ja, tschüss. Tschüss. Eigentlich bin ich ja doch froh, dass ich jetzt den Kindergartenplatz für Leonie bekommen habe. Ich denke, das tut ihr nämlich doch ganz gut. Hallo, ihr beiden. Hallo, na? Grüß dich. Na, wie geht's? Wie sieht's gut aus? Gut. Leonie, komm rein. Komm, Schatz. Komm rein. Hallo. Ich wollte mal gucken, wie es so aussieht bei dir. Gut. 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 Was ist denn hier passiert? Ist es ordentlich? Ja, aber super ordentlich. Und gekocht habe ich auch. Wieder so einen leckeren, leichten Salat? Nee, lass dich mal überraschen. Setz ruhig mal hin. Das ist schon fertig. Ich bin jetzt toll. Hast du schon fertig? Ja. Boah, super. Ja, du kannst dich auch schon setzen, Mäuschen. Setz du essen. Dich auch schon hin. Genau. Marianne war richtig überrascht, als sie reingekommen ist und die Wohnung richtig tipptopp war. Und dann habe ich auch noch gesagt, dass ich was Gesundes gekocht habe. Oh, mein Kind, was hast du gemacht? Ich war einkaufen und habe gekocht. Ach, wie toll. Boah, ganz toll, das, Donne, wirklich. Das sieht gesund aus. Ist noch aus. Nicht alles. Oh Gott. Ich war übrigens im Kindergarten, habe Leonie angemeldet. War super. Und? Ich habe direkt einen Platz. Ich konnte sie direkt da lassen. So für einen Tag zur Probe. Mama, ja, genau. Und das hat super gepasst. Die hat sich so wohl gefühlt. Ja, und jetzt kann ich sie halt jeden Tag hinbringen. Ich bin richtig stolz auf Dominik, dass er sich jetzt endlich mal vorgenommen hat, was zu ändern. Und es hat sich richtig was bewegt. Und es macht mich echt richtig glücklich. Komm, lass dich mal umarmen, Kleines. Komm. Ich fand das richtig toll, dass Marianne zu mir gesagt hat, dass sie stolz auf mich ist. Und dann hat sie mich ja auch noch in den Arm genommen. Und da wusste ich, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Wenn ich lieb